Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich glaube, das ist das meist angefragteste Video der letzten Jahre gewesen. Und heute dürft ihr es endlich sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es in zwei oder drei Teile aufsplitte. Es geht einmal um die Flossenkunde und die Farblehre bei Better Splendens Hochzuchten. Und zwar habe ich mich jetzt schon sehr lange vor diesem Video gedrückt, weil es einfach sehr umfangreich ist und es gibt online sehr viele Portale und Seiten auf Englisch leider, die das aber eigentlich vollkommen erklären. Bitte wundert euch nicht, wenn ich jetzt zwischendrin immer mal eine Pause einlege oder Schnittbilder drin sind. Ich habe nicht mehr lange, hier kommt bald Nachwuchs aus dem Bauch raus und ich wollte dieses Video gerne vorher abdrehen, dass ihr nicht nochmal ein oder zwei Jahre warten müsst. Denn beim letzten Mal ist dann die Motivation, Videos zu machen, doch schnell gekippt und eher zu dem eigenen Kind gekommen, ist ja klar. Und dann kam Corona und ihr wisst ja alle Bescheid. Ich habe die letzten Tage auf allen englischen Seiten recherchiert und habe das Wichtigste rausgeschrieben. Wenn etwas fehlt, seid bitte nicht böse oder traurig. Es ist wirklich sehr umfangreich und im besten Falle nehmt ihr euch selbst nochmal Google zur Hilfe und googelt nach dem englischen Wörtern. Ansonsten habe ich euch auch ein paar Links in die Infobox gesetzt. Da dürft ihr gerne vorbeischauen und diesen Text, den ich hier jetzt euch sozusagen erkläre, vortrage, hier irgendwo Bilder vielleicht einblende, den könnt ihr euch dann gerne auch nochmal auf meiner Webseite euch zur Genüge führen. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, dass ich mir die Mühe gemacht habe. Oder noch besser, klickt abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos und ich lade sehr gerne Mini-Vlogs hoch, wo ich meine Zuchtanlage zeige. Hier ist gerade ein Becken, das wird für uns ein Community-Becken werden, da kommt Betta Rubra rein, also eine Wildform. Und es müssen noch Pflanzen besorgt werden. Hier oben sind meine Betta Simplex. Und in dem Bereich, den ihr nicht seht, sind meine anderen Bettas und inzwischen auch Garnelen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt bis zum Schluss und gerne auch einen Kommentar da lasst. Ja, vorab noch was zu mir. Ich habe ja gerade schon von meinem Fischzimmer geredet. Ich nenne mich Kampffischdame und das schon seit über 15 Jahren jetzt. Damals hat das noch in einem Forum angefangen. Da hatte ich eine klassische Dreier-Haremshaltung bekommen. Und natürlich ging das in die Hose und danach habe ich mich selbst belesen. Deswegen auch mein super ernst gemeinter Rat, lest euch im Internet schlau oder eben nicht so schlau. Es sind leider viele falsche Hinweise drin, aber wenn ihr die richtige Haltungsweise von Better Splendens lernen wollt oder euch zur Genüge führen wollt, dann könnt ihr auch gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen. Das heißt einfach die Kampffischgruppe. Einladung senden, alle Fragen richtig beantworten oder beantworten allgemein und dann seid ihr schon dabei und könnt eure Fragen posten oder in unsere Dateien schauen, die auch immer weiter ausgebaut werden. In diesem Sinne, wie gesagt, viel Spaß beim Video und los geht's. Wie gesagt, ich habe hier einen Stapel Zettel und ich muss teilweise ablesen, weil sonst verliere ich einfach den Faden. Und ich möchte, bevor wir anfangen mit den Flossenformen, das kommt als erstes und dann ein bisschen später, denk mal so mittig, kommen dann die Farben allgemein. Was Geschichtliches sagen, denn die meisten wissen gar nicht, seit wann gibt es überhaupt diese Better Splendens Hochzuchten, wie sie ja immer so schön genannt werden, denn sie werden oftmals verwechselt mit der Wildform des Better Splendens und der erste Direktimport von siamesischen Kampffischen, so werden die ja gerne in Deutschland genannt, fand 1926 von einem Händler aus Singapur statt, der zu der Firma Strub und Hellemann gehörte. Dabei handelte es sich um einen Whale-Tail-Schleierkampffischform, wohingegen die Wildkampffischform immer noch kurze, runde Flossen hatte. Den Longtail und Shorttail, also lang- und kurzflossig. Die siamesischen Schleierkampffische Longtail machten sich ihren Namen durch die stark verlängerte, großflächige, unsymmetrische Kaudale, die Flossenstrahlen waren nur einzeln verzweigt. Das ist auch ganz wichtig im weiteren Verlauf
des Videos. After- und Rückenflosse waren einfach nur vergrößert. Diese Art eroberte die Märkte. In den letzten 30 Jahren fand eine größere Veränderung statt. Vor allem in den USA und Asien wurden dann die ersten neuen Flossen gezüchtet. Die kurzflossige Art hielt sich aber auch. Sie heißt Plakat oder Plakat thailändisch heißt das Beißfisch übrigens. Die ersten Harpunenfische, die die meisten kennen, wurden 1980 in Frankreich vom Züchter Guy de Laval gezüchtet. Also erst 50 Jahre, 60 Jahre später. Also die Harpunenkampffisch gibt es noch nicht so lange, 1980. Der Schweizer Züchter Raif Masilalomi versuchte dann diese Fische erbfest zu züchten und es gab natürlich viele Misserfolge. Ihr müsst euch vorstellen, die Fische waren damals dann auch von Missbildungen geplagt und ja, es war halt ein großer Akt. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass wenn ihr züchtet, nicht einfach so drauf los zusammenwerft, was ihr gerade zu Hause habt, sondern vielleicht ein bisschen mit Bedacht und vielleicht hilft euch das Video auch dabei, dann vorgeht. Durch Zusammenarbeit mit den französischen und amerikanischen Züchtern gelang es ihnen 1993 seine Fische erbfest zu halten. Was heißt dann nochmal, wow, 13 Jahre später erst waren die Halfmoons erbfest. Das heißt, wenn man Halfmoon und Halfmoon verpaart hat, wurde ein Halfmoon gezüchtet. Und die Flossenformen bei Betta Splendens ist im Prinzip in drei Kategorien eingeteilt. Einmal der Long Tail, also Long Fin, LF, der Short Tail, also Kurzschwanz, PK, der Double Tail, DT. Ich sage auch immer noch die Abkürzungen dazu. Ihr müsst verstehen, da die Tiere ja hauptsächlich in Asien und Amerika gezogen wurden, dass hier jetzt auch viele englische Wörter fallen. Es ist auch so, dass in der Bezeichnung am Ende des Tages die meisten Englisch genommen werden, weil niemand kann etwas mit deutschen Begriffen anfangen. Die Hauptsprache der Welt ist nun mal Englisch und deswegen sind die meisten Sachen, die ich euch jetzt auch erzähle, ein bisschen Englisch. Ich habe es dann noch ins Deutsche übersetzt, aber deswegen sind die Seiten, die ihr findet über Genetik und so weiter, die etwas tiefer reingehen, auch alle Englisch. Es ist nicht schwer heutzutage mehr den Google-Übersetzer oder andere Übersetzer in den Browsern zu benutzen. Macht das, die übersetzen echt gut und wenn ihr doch mal Fragen habt, dann stellt es gerne in die Gruppe. Das Ding ist, die Langflossen sind aktuell dominant. Das heißt, in dem genetischen Baustein, wenn man einen Langflosser hat und einen Kurzflosser, wird sich am Ende des Tages ein langflossiger Wurf entwickeln. Deswegen sollte man auch kein Plakatmännchen, Weibchen mit einem Harpunenmännchen verpaaren, was sehr oft passiert, weil die Weibchen, die man im freien Markt bekommt, meistens Kurzflosser sind, also Plakat. So, und die drei Flossenformen haben durch Kreuzungen untereinander, es wurde natürlich weiter experimentiert, ich glaube aber eher nicht so extrem, wie das heutzutage ist. Es war damals ja noch gar nicht so wie bei anderen Fischen. Und dadurch sind dann die ganzen Flossenformen entstanden. Und das große Ziel einer Kampffischzucht ist es, die Flossenvererbung am Ende des Tages so stabil wie möglich zu halten. Das heißt, wenn man ein Plakattier mit einem Plakattier verpaart, möchte man am Ende super gute Plakat-Jungtiere haben. Und das geht dann immer weiter. Da könnt ihr euch da auch mal mit diesen verpaarungsmäßigen Sachen beschäftigen. Da könnt ihr jedes Tier hernehmen. Man hat immer eine F1, eine F2, eine F3 und so weiter. Und kreuzt dann zwischendrin immer frisches Blut ein. Bei Kampffischen muss man besonders aufpassen wegen Inzucht, denn wir kommen dann später noch dazu, bei den Farben gibt es diverse Mutationen, die auch gerne Krankheiten und, also auch bei den Flossen, die gerne Krankheiten hervorrufen können oder Missbildungen und im schlimmsten Falle das Tier einschränken. Das haben wir besonders bei den stark beflossten Fischen, wie diese werden gerne in Deutschland Flossenmonster genannt und das sind sie im Endeffekt auch. Okay, ich verlinke euch unten in der Infobox zwei Standards. Einmal den weltweit geltenden von den IBC Bettas und einmal den europäischen von der Holland Betta Show, die Corona-bedingt ja leider aktuell nicht stattfinden kann.
Aber der Bettas for All Standard, so nennt er sich, der ist so in Europa gang und gäbe und der würde jetzt erstmal so von meiner Seite aus für euch reichen. Der IPC ist ein bisschen umfangreicher, aber der Bettas for All Standard ist auch lesenswert. So, das war so die Einführung und jetzt kommen wir sozusagen zu den Flossenformen. Ich danke euch, wenn ihr bis hierhin noch dran geblieben seid. Ich habe wahrscheinlich sehr viele Versprecher und ich weiß auch nicht, ob ich das Video so hochladen kann. Also ihr werdet es ja erfahren. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Remake, weil es ist wirklich schwer, die ganzen Informationen schnell und eindeutig zu verpacken. Also wie gesagt, schaut nochmal in die Infobox, in die Links. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe lesen, wenn ihr mir auch nicht zuhören könnt zum Beispiel. Okay, also ich habe hier eine lange Liste an Flossenformen. Und ich habe die einmal unterteilt in die Langflosser, in die Kurzflosser und in die Crowntails. So, also die Langflosser, da ist ja der erste, der Whale Tail. Das ist die Grund, aus dem ist alles entstanden. Der wird auch gerne auf Deutsch Fahnenschwanz genannt. Merkt euch aber den Begriff Whale Tail, weil das ist einfacher. Der ist auch gerade wieder am Kommen, zum Glück. Und der wird mit VT abgekürzt. Der französische Züchter Pierre Carbonnier bekam diese Fische bereits 1874 tatsächlich als Schleierkampffisch. Die Whale Tails bekommt man heutzutage sehr oft im Zoo und Fachhandel, weil die einfach nach wie vor wie irre nachgezogen werden. Es ändert sich aber aktuell auch und man bekommt im Fachhandel tatsächlich auch manchmal schöne Half Moons, aber würde ich mit Vorsicht genießen, kauft am besten beim Züchter ein, da wisst ihr, was ihr bekommt. Ne? Nicht nur, es ist bei Kampffisch leider nicht so, dass es what you see is what you get, sondern manchmal versteckt sich da auch ein verstecktes krankes Tier, Flossenmonster etc. dahinter. Okay, dann gibt es den Roundtail oder Rundschwanz. Der wird gerne verwechselt mit dem Plakat. Die Flosse ist aber wie ein Kreis, also rund. Ich hoffe, ich kann euch hier immer ein Bild einblenden. Wenn nicht, dann müsst ihr sonst einmal selber googeln. Der wird abgekürzt mit RT. Dann gibt es den PS oder ST, den Pinselschwanz bzw. auf Englisch Spade Tail. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es wieder Züchter gibt, die diesen nachzüchten, denn der war fast ausgestorben. Die Schwanzflosse endet wie ein Pinsel. Also echt super schöne Tiere, findet ihr auch bei Becky, bei vielen anderen auch. Viele deutsche Züchter gehen jetzt übrigens auch wieder zu diesen älteren Flossenformen zurück, wie dem Pinselschwanz oder das Spadetail. Dann gibt es die Delta-Form, also jetzt kommen wir zu den Halfmoons, in dem Sinne, dass die nochmal unterschieden werden. Der Delta-Fisch hat einen Flossenwinkel, der kleiner als 165 Grad ist. Der Super-Delta kann seine Flossen zwischen 165 und 179 Grad spreizen. Der Comptail bzw. Half-Sun schafft nicht die 180 Grad. Also ihr müsst euch vorstellen, die Flosse bildet dann ein D und dann ein kleiner, der da herrscht. Also man misst immer den Winkel und die Flosse ist dann so rum dran. Der Halfmoon spreizt mindestens 180 Grad und es wird im Standard nochmal zwischen symmetrischen und asymmetrischen Halfmoons unterschieden. Da geht es um die Flossen dann im Ober. Einmal die Anale und einmal die Dorsale. Die Dorsale ist oben, die Anale ist unten. So, und die Flossenmonster, die Abwandlungen von den Halfmoons, da gibt es einen Overhalf Moon, OHV, OVH abgekürzt, oder ja, der spreizt über 180 Grad. Den RT, den Rose Tail, da muss man zu sagen, es gibt ganz viele Fische, die leider aktuell überall gezeigt werden, die super von vielen gehypt werden, weil sie schön aussehen, aber es sind meistens Rose Tails. Dabei müsst ihr beachten, dass es sieht erstmal aus wie ein Halfmoon, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass sich die Flossenstrahlen und die Flossen so übereinander klappen. Wie bei einer Rose würde man
die Schwanzflosse sozusagen den Fisch nach unten hängen lassen und die Schwanzflosse oben zusammenfächern, hätte man optisch gesehen eine Rose. Und das finde ich schon sehr krass und das ist für mich schon ein Flossenmonster. Und ihr seht hier oben am Bild, diese Streifen hier, das ist das sogenannte Splitting. Und das ist bei so einem Fisch sehr stark ausgeprägt. Und das Schlimme ist noch, wenn die Fische jung sind, sieht man das noch nicht. Außer an dem Splitting. Das kommt erst im Alter. Und wir wissen ja auch, im Alter sind unsere Fische immer träger und immer träger. Das heißt, die Flossen kommen noch zusätzlich dazu. Dann hängt der Fisch so hinten runter. Und spätestens dann wird immer auf die Kampffische geschimpft. Aber ich bin der Meinung, man ist immer selber dran schuld, wenn man solche Fische kauft und das dann auch unterstützt. Dann gibt es noch eine Abwandlung, die nennt sich Feathertail, also FT. Ihr müsst euch das vorstellen, da ist es genau andersrum. Es gibt zu wenige Strahlen, die sind zurückgebildet, die haben sich zurückgezogen. Und dadurch entsteht so ein federartiges Flossenaussehen. Ich hatte in einem Wurf früher auch mal einen Feathertail, den blende ich euch jetzt mal ein. Und daneben blende ich euch mal den Bruder ein. Es kann auch als Mutation in einem guten Harpunenwurf sowas fallen. Deswegen ist es immer besser, einen Feathertail zu bekommen als einen Rosetail tatsächlich, weil die noch besser schwimmen können. Aber es ist nun mal ein Fehler und diese Tiere sollten eigentlich in der Zucht von der Zucht ausgeschlossen werden und was bei einem Zuchtausschluss passiert, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ich habe das damals noch nicht gemacht, aber Zucht heißt auch selektieren und da gehört sowas dazu, denn wir möchten nicht, dass solche Fische bei irgendjemanden landen, die den dann nachziehen, weil es ist nicht wie bei Hunden, wo man sagen kann, so, du darfst mit dem Fisch nicht züchten. Das ist dann vertraglich meistens bei den Hunden geregelt tatsächlich und bei Katzen auch, bei Rassekatzen. Oftmals und das kann man ja bei einem Fisch nicht machen. Okay, da bin ich jetzt mal kurz abgeschweift. Kommen wir mal zu den Plakattieren, also PK-Plakat. Das ist einfach ein Plakattier. Dann haben wir den Half-Moon-Plakat oder Halbmond-Plakat. Das ist im Prinzip der kurzflossige Half-Moon. Der schafft die 180 Grad. Dann gibt es den traditionellen Plakat oder Trad-PK abgekürzt. Der hat nur eine Verzweigung in den Flossenstrahlen, bekommt aber die 180 so ähnlich aus wie hier. Jupp, da ist nur eine Verzweigung und dann ist das Flossenende. Okay, dann kommt der Show-Plakat. Da habe ich stehen, das ist die kurzflossige Zucht von mit Halbmondflosse. Das heißt, es ist so. Also da streiten sich die Geister, wie man das dann unterscheidet. Okay, dann kommen wir mal zu den Crowntails. Da gibt es einmal den CT. Der wird auch gerne Kronenschwanz genannt. Der Crowntail ist im Prinzip ein Roundtail mit spitz zulaufenden Flossenstrahlen, die nochmal aufgeteilt werden. Und anhand welcher Anzahl die Flossenstrahlen auseinanderlaufen, gibt es auch nochmal verschiedene Abwandlungen. Einmal den Double Ray und einmal den Double Double Ray. Und es ist sehr wichtig, dass beim Crowntail die Rays gleichmäßig gesplittet sind. Das hier ist ja ein Crowntail-Fisch. Und dann sieht man, dass die Rays hier weggehen und da eine Spitze rauskommt, eine Krone. Es gibt da auch noch natürlich Zuchtformen. Es gibt einen Crossray, da kreuzen sich die Strahlen außen dann nochmal, ohne Flossengewebe dazwischen. Dann gibt es seit neuestem jetzt auch, also seit ein paar Jahren, den Crowntail-Plakat. Das ist im Prinzip die kurzflossige Form. Dann kommen wir auch nochmal zu einer besonderen Flossenform, und das ist der Doppelschwanz oder der Double-Tail-DT abgekürzt. Den gibt es auch noch als Double-Tail-Plakat und die Flossenform hat was Besonderes und zwar ist die Rückenflosse, die Kaudale etwas länger, die hat mehr gesplittete Rays als ein normaler Plakatfisch oder ein normaler Half-Moon.
Es gibt davon auch noch weitere Variationen, wie wobei man bei Double Tail aufpassen muss, denn die vererben dann nochmal, naja, nicht so schöne Eigenschaften. Deswegen sollte man auch nicht ein Double Tail mit einem Double Tail verpaaren, sondern wieder einkreuzen. Das heißt, man kann züchten DTHM, DTVT, DTCT, DTCTPK. Ist noch nicht so. Gibt es noch einen neuen Trend, und zwar Dumbo. Das sind die Pektoralen, also die Seitenflossen, die Brustflossen vergrößert. Und das gibt es bei Long- und Short-Tail-Formen. So. Dann gibt es noch etwas, was ich als besonders finde, und ich habe mich damit noch nicht befasst. Das sind die sogenannten Giant-Kampffische. Das sind Kampffische, die von der Körperlänge mindestens 6 cm laut Standard aufweisen, plus Flossen. Und die gibt es auch in Long- und Short-Tail-Varianten. Da solltet ihr euch nochmal in speziellen Gruppen und Foren darüber belesen. Denn die haben zwar ähnliche Anforderungen an die Haltungsweise, also Einzelhaltung, aber die brauchen größere Becken. Also wenn ihr gerne ein größeres Aquarium haben wollen würdet und trotzdem einen Kampffisch alleine mit Garnelen, Schnecken, was auch immer halten möchtet, dann schaut mal bei den Giants, denn die würde ich schon ab 80 Liter halten. Gerade wenn das so ein agiler Kurzflosser ist, die sind schon sehr groß. Und im Fachhandel kriegt ihr die aktuell auch schon. Ich würde sie aber beim Züchter kaufen, weil das wesentlich sicherer ist, dass ihr dann auch einen richtigen Giant bekommt. Denn es werden manchmal auch einfach zu groß geratene normale Kampffische als Giants verkauft. Und das finde ich eigentlich auch wieder ein bisschen blöd, denn das ist eigentlich Täuschung an den Kunden. Deswegen geht auf jeden Fall zu den Züchtern. In Deutschland gibt es da auch sehr viele Züchter inzwischen. Okay, das waren alle Flossenformen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir kommen jetzt zack zu den Farben. Das wird sehr aufwendig. Also wenn ihr nochmal auf Toilette wollt, dann geht eben und holt euch einen Tee. Ich habe 3 vollgeschriebene Seiten heute fertig gemacht. Okay, hier ist nichts drauf. Vor der Rückseite. 4 Seiten. Okay, kommen wir mal zu den Farben beim Better Splendens. Es gibt inzwischen eine Reihe an extrem vielen Farben. Also die Thais betteln sich inzwischen in den Farbvarianten. Gerade Fancy Koi und so weiter sollte euch schon mal ein Begriff gewesen sein. Habt ihr bestimmt irgendwo mal gelesen und ihr habt euch gedacht, oh mein Gott, wie soll ich denn bei diesen ganzen Farbbezeichnungen überhaupt den Überblick behalten? Die Grundbegriffe sagen, denn es gibt inzwischen so viele ausgedachte Namen für Fische, die einfach besonders aussehen und zufällig, wirklich zufällig gefallen sind, dass es einen erschlägt. Und ihr solltet auch nicht immer die Namen so sehr ernst nehmen. Gerade im Handel wird da oft mal ein bisschen über die Stränge geschlagen. Im Endeffekt sind viele Fische einfach multicolor und werden uns als fancy, extrem wow Fisch verkauft. Wenn ihr mehr zu den Farben erfahren wollt, jetzt geht's erstmal mit den Basics los. Und da beschäftigen wir uns damit etwas mit der Genetik. Die Farben werden hier auch nach dem englischen Begriffen genannt. Ich habe es aber einmal noch in Deutsch übersetzt. Nehmt euch gerne die Zeit und sucht nach den englischen Begriffen in der Google-Bildersuche. Dann findet ihr sofort die Farben von den Kampffischen. Also einfach die Farbe und Better dazu. So, und wenn ihr nach Genetik fragt, das werde ich jetzt hier nicht anreißen, da könnt ihr euch gerne auch wieder auf den englischen Websites belesen. Die sind inzwischen so gut zu übersetzen, da braucht ihr dieses Video hier nicht. Ich gehe kurz auf die Basics ein, das machen viele Seiten nicht. Die beschreiben einfach nur, was gekreuzt wurde. Googelt sonst die Begriffe gerne oder fragt in den Kommentaren nach, falls euch irgendwas jetzt zu schnell ging oder zu undurchsichtig war. Ich fange wirklich jetzt erstmal mit den Basics an.
Und ihr müsst bedenken, die Farben gelten erstmal für den Körper. Was bei den Flossen vererbt wird oder nicht, darüber sind sich die Leute, die sich damit beschäftigen, noch gar nicht richtig einig. Also die haben da noch nicht so tief in die Genetik forschen können. In den meisten Fällen gilt das, was für den Körper gilt, auch für die Flossen. Aber wie gesagt, kleiner Disclaimer, das ist jetzt erstmal nur Körper. Aus dem Wildtype, also aus dem wilden Beta splendens, wurden die Farben damals gezüchtet. Und später gibt es bei einer Form auch noch eine Wild-Beta-Einkreuzung. Die nenne ich euch dann auch noch. Und man sieht nicht immer alle Farben, die ein Beta trägt. Also wenn ein Fisch blau ist, heißt es noch lange nicht, dass er auch nur blau überträgt. Da müsst ihr immer ganz genau nach den, wenn ihr damit züchten wollt, also eine feste Linie aufbauen wollt, müsst ihr den vorherigen Züchter am besten fragen, ob er vielleicht sogar eine Zuchthistorie hat, oder ihr nehmt die Fische aus stabilen Linien. Das gibt es auch sehr oft zu bekommen. Gerade wenn man anfängt, ist es einfacher, einen Fisch zu nehmen, der nur rot überträgt oder nur blau. So, also die Wildformen haben folgende Layer. Die schillernde Hauptebene, das nennt sich auf Englisch iridescent Top Layer, dann den roten Layer, den Red Layer, den schwarzen Layer, also die schwarze Ebene, und dann die gelbene Ebene, das ist die letzte Ebene. Also könnt ihr euch so vorstellen wie in einer Torte. Ganz oben ist die schillernde Ebene und ganz unten die gelbe Ebene. Bei unseren Hochzuchten ist das ein bisschen anders, deswegen habe ich das gerade eben nochmal gesagt, des Metasplendens Wildformen auch nicht gleichzusetzen mit den Hochzuchten. Versucht nicht einen wilden Metasplendens mit einer Hochzucht zu verpaaren, das geht sowieso in die Hose und sollte man auch nicht machen. Das ist Experimente mit an Tieren und das sollte man den Profis überlassen. Außer ihr seid ein Profi, dann frage ich mich auch, warum ihr das Video schaut. Reihenfolge, das ist der iridescent Layer, also der schillernde Layer. Die ist auch bekannt als blaue Ebene, das heißt, sie kontrolliert den Anteil der blauen Pigmente. Die blau-grünen Pigmente, die in der Schicht auch sind, haben aber folgende Merkmale, und zwar schillernde Farben, ausbreitende Farben und nicht blaue. Zu diesen Unterkategorien komme ich dann später nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das hier daneben schreibe oder ob ihr das euch dann sonst nochmal auf der Webseite zur Genüge führt. Es lässt sich wirklich sehr schwer in einem Video erklären. Dann kommt die schwarze Ebene. Die schwarze Schicht enthält Melanophore oder schwarze Zellen. Die Menge der schwarzen Pigmente steuern. Sie erhalten folgende Merkmale: Cambodian, blond, hell, also blond, bright, und Melano. Melano haben wahrscheinlich schon ein paar gehört. Das sind diese schwarzen, geilen Kampffische. Cambodian hat wahrscheinlich auch schon mal jemand gehört. Was das in dieser schwarzen Ebene zu tun hat, ich weiß es auch noch nicht so richtig. Dafür habe ich so viele Webseiten durchgeguckt, aber irgendwie wird das nicht richtig. Manche genetische Sachen sind einfach so, habe ich das Gefühl. Hoffe ich, dass das auch alles richtig recherchiert ist. Wenn ich wirklich irgendwelche Fehler drin habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kommt die dritte Schicht, und zwar das ist die rote Schicht. Die rote Schicht enthält Erythrophore oder rote Zellen, die die Menge des roten Pigments und in der Schicht steuern. Sie erhalten folgende Merkmale: erweitertes Rot, also Extended Red, reduziertes Rot, Reduced Red, nicht rot, und abwechslungsreiche Flossen, Variegated Fins. Da kommen wir auch später nochmal zu. Das hat jetzt nichts mit den Flossenformen zu tun, sondern mit der Farbe. Dann kommt Gelb. Das ist hier auch die letzte Ebene. Die gelbe Schicht enthält Xanthophore und oder gelbe Zellen. Bisher wurden keine Gene festgestellt, die diese Pigmentschicht steuern. Das Fehlen der roten Schicht, der schwarzen Schicht und der schillernden blauen Schicht löst sozusagen die gelbe Schicht auf. Ist ja logisch, ne? Wenn die anderen Schichten fehlen, ist der Fisch gelb. jede dieser Schichten hat aber einen eigenen Code, genetischen Code, der durch eine Reihe an Genen bestimmt wird. So ergeben sich die Erscheinungsfarben des Beta. Wenn ihr da mit Genetik euch mehr einlesen wollt, wenn ihr studieren wollt, dann geht bitte in die Fachliteratur rein.
Jetzt kommen wir zu den Merkmalen. Also ich habe ja schon von den Iridescent Colors oder den schillernden Farben geredet. Die haben drei verschiedene, einmal Türkis, Stahl und Königsblau, auf Englisch Turquoise, Steel Blue und Royal Blue. Wie gesagt, die englischen Wörter solltet ihr euch eher merken. Ich packe euch den Link in die Infobox. So, dann gibt es nicht blau. Also dafür gibt es leider noch gar keine richtige Beschreibung von den Genen. Man geht da davon aus, dass es Genotypen sind, also die Fische dann blau aussehen. Dann gibt es Cambodian, war früher echt mein Lieblingsfisch. Heller Körper, rote oder blaue Flossen. Also der Körper in so einem schönen beige-weiß und die Flossen drumherum meistens rot. Das sieht einfach geil aus. Habe ich auch sehr lange verehrt, aber leider nie ein schönes Zuchtpaar bekommen. Und dann gibt es ja dieses Blond oder und Hell, Bright. Das ist sozusagen Rot in einer helleren Form und das ist das richtige Rot. Das ist Melano, das ist Schwarz, Black, das ist das richtige Schwarz. Leider ist die Nachzucht von diesem richtigen Melano sehr, sehr schwer. Dann gibt es Black Lace, das ist ein schwarzer Fisch mit schillernden Pigmenten, meistens blauer Einschlag und die Spitzen sind leicht durchsichtig. Deswegen ist auch oft die Verwechslung zu Melano und Black Lace, aber der Black Lace hat halt so eine schöne, echt, ihr müsst es sehen, googelt sonst die Namen, dann werden euch die Fische auch mehrfach in verschiedenen Varianten angezeigt. Planet Red, also das rote Pigment, hat sich sehr stark durchgesetzt. Der Fisch hat ein sehr tiefes Rot, also sowas wie in der Art ein sehr tiefes Rot. Merkmal, was leider öfters mal vorkommt, das nennt sich Red Loss, also junge rote Bettas verlieren mit dem Alter die rote Farbe. Und das ist eine Mutation, die natürlich nicht gewünscht ist, weil wer will schon einen jungen roten Betta kaufen, hat am Ende einen durchsichtiges, krankwirkendes Tier. Das möchte niemand. Und dann kommen wir zu Nicht-Rot. Und das ist Gelb und Orange, also Yellow und Orange. Und das ist eine Mutation des roten Gens. Das heißt, sie sind nicht extra, sondern es ist eine Mutation. Dann gab es ja noch die abwechslungsreichen Flossen, die Variegate Fins. Das sind die Butterflies, es gibt verschiedene Varianten und es ist so, dass beim Butterfly rundherum und den Flossen, um die Flossen sozusagen gedacht, eine Linie sich zieht, die dann meistens hell ist oder in einer. Es kann auch schwarz sein oder weiß oder durchsichtig und es ist eine dominante Mutation. Das heißt, wenn man auf Butterfly-Fische steht, dann lässt es sich leicht bewerkstelligen, diese nachzuziehen. Okay, jetzt kommen wir zu dem interessantesten Gen oder Mutation oder Merkmalen. Das ist das Marvel-Gen. Der erste Marvel-Beta wurde um die 1970er Jahre von Orville Gulley in Peanut Butter Gläsern im Gefängnis gezogen. Er wollte schwarze Butterfly-Betas ziehen, welche sich in die Entdeckung des Marvel-Gens herauskristallisierten. Das Marvel-Gen ist dominant und daher bei der Nachzucht mit Vorsicht zu genießen. Man sollte keine reinen Linien damit gefährden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe zu Beginn. Wenn man eine reine rote Linie hat und hat dann ein Weibchen oder ein Männchen, was richtig cool in dem aktuellen Stadium aussieht, weil das Marvel-Gen ist ja ein bisschen tückisch. Der Fisch verändert sein Leben lang die Farbe. Das kann von einem Tag auf den anderen losgehen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich für feste Linien. Mustard Gas, der wird abgeleitet in MG und den hat Jude Alls kreiert. Der originale Mustard Gas hat einen blau-grünen Body und blau-gelbe Flossen. Es gibt davon natürlich auch Abwandlungen, zum Beispiel tiefblau bis schwarz. Und Mustard Gas Betters werden in der Bicolored Class bewertet. Das nochmal, wenn ihr Shows wollt und ihr habt einen Mustard Gas, der gefällt euch richtig gut. Der wird leider in dieser Bicolored Class bewertet und da sind viele andere Fische mit drin, wobei der Trend aktuell eher zu den Unicolor geht.
Genau. So, dann gibt es Schoko oder Chocolate. Der Körper ist braun und der hat gelbe Flossen. Und die fallen meist bei Mustard-Gas-Verpaarung und sind schwarz-gelbe Betas. Und den Opakfisch, das ist einer meiner Lieblingsfarbformen tatsächlich. Ich habe hier ja auch ein paar nachgezogen dieses Jahr. Und der wurde vom Dr. Jean Lucas gezüchtet erstmals. Und opak ist keine richtige Farbe, es ist eher ein Merkmal. Das heißt, ihr müsst euch den Fisch vorstellen, wenn ihr den anschaut, dass da so eine pudrige Schicht drauf ist. Das sieht man auf manchen Bildern echt extrem gut. In echt natürlich noch besser. Und der opak, der ist nicht wirklich weiß. Also es gibt. Vielleicht blende ich euch mal ein Bild ein mit Blitz gemacht, da seht ihr das. Es gibt drei Arten, Ophan opak, einmal Stahlblau, also Steel Blue, Grün und Blau. Also Grün und Blaue haben einen blau-grünen Stich und sind nicht pure white. Also ist ja klar, das sieht man meistens, wenn die Tiere angeblitzt werden oder angeleuchtet werden. Das findet ihr auch schnell raus, wenn ihr mal einen seht irgendwo und die Handylampe dagegen haltet. Nicht so lange. Dann gibt es die Pastellfische. Der Pastellbetta unterscheidet sich vom Opak dahingehend, dass dieser nicht das Merkmal der pudrigen Schicht hat. Dieses kann man schnell herausfinden, indem man von oben auf den Kopf des Tieres schaut. Auch hier kann der Fisch in drei verschiedenen Farben schimmern. Stahlblau, grün, blau. Also der Pastell und der Opak, die sind sich sehr ähnlich, aber wenn ihr die Tiere genau anseht, dann seht ihr auf jeden Fall 100% sofort den Unterschied. Den Copper und Mask, das ist ein Coppertier hier oben und die sind sehr beliebt. Die sind aus einer Kreuzung von Betta Splendens, Betta Macherei und oder Betta Imbellis entstanden. Da sind sich die Leute nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Wildeinkreuzung gewesen damals und die beiden, also Macherei und Imbellis haben von Natur aus einen höheren Anteil dieser Hybridenz-Gene und die asiatischen Züchter haben im Laufe der Zeit die Farbe auch bei Langflossern durchgesetzt. Es gibt verschiedene Varianten, diese Farbe ist mit allen möglichen gekreuzt worden. Mask ist auch ein Merkmal, das bedeutet, dass der Kopf ausgespart ist mit diesem Copper-Gen oder mit diesem Copper-Farbe. Also das Copper, das sieht man hier richtig toll, das glänzt und schillert in sehr vielen verschiedenen Farben. Das ist ein angeblitzter Fisch, der schimmert lila, blau, grün, rot, alles. So, dann kommen wir zu einer Mutation, die ich inzwischen sehr kritisch beäuge, und zwar ist das Dragon Gen, die Dragon Mutation, und diese Dragon Mutation weist eine sehr starke, dicke Schicht auf dem Körper auf. Das ist die Iridescence-Schicht. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Und leider ist der genaue Ursprung gar nicht bekannt. Das wurde wohl mal aus Kreuzung mit Wildbettas hervorgerufen, das wissen die Menschen leider nicht mehr ganz genau. Und das Problem ist, dass das Alter des Bettas immer dicker wird und immer wulstiger. Und es ist leider so, dass das Gen ein Alien-Ei hervorruft und auch Tumore hervorrufen kann. Ein Alien-Ei ist, wenn das Auge sozusagen die Schicht über das Auge wächst und der Fisch dann nach und nach erblindet, und das finde ich eigentlich schon eine sehr große Tierquälerei. Ich liebe diese Farbe sehr, aber ich möchte es nicht mehr unterstützen, denn ich finde das eine Riesensauerei, dass es immer noch gehypt wird und immer noch verpaart wird. Man sollte auch kein Dragon und ein Dragon-Tier verpaaren, weil eben dadurch die Tumore und die Mutation noch mehr hervorgerufen wird und noch mehr kranke und überzüchtete Tiere fallen. Diesen Trend erachte ich als sehr schlimm und ich finde, man sollte dich unterstützen. Klar, ich finde die Tiere auch richtig cool anzusehen, aber dann bleibe ich bei den Opaktieren. Das ist für mich ein guter Zwischenstand. Ich habe zwar nicht die geilen roten Flossen drumherum, den weißen Körper,
aber es geht hier um ein Tier. Und es gibt dann noch Cellophan oder Cello, die sind ähnlich wie die Pastell, nur eher durchsichtig geflossen. Hatte ich früher auch super gerne. Dann gibt es Platinum, das ist wie Pastell, nur so ein bisschen schimmernder, wird sehr oft mit Opak verwechselt. Also es gibt wirklich bei den Beta-Farben, wenn man nur Fotos sieht, kann man meistens nicht oft bestimmen, ob es nun das oder das ist. Das Pineapple, das ist ein dunkles Gelb mit leicht braunen Einschlag, also auf den Körper. Da Dalmatien und Reverse Wander, das ist ein orangener Fisch oder gelber im Dalmatien mit braunen Flecken und Wander ist ein orangener Fisch mit roten Punkten und der Reverse halt eben andersrum. Wander, das ist ein rot-pinker Fisch mit umlaufend weißen Flossenrändern. Das heißt, wenn ihr einen pinken Fisch sucht, rosa Einschlag, dann sucht nach Salamander. Dann gibt es den Grizzle, das ist die Farbe. Der Fisch ist meistens blau und hat so weiße Sprenkler, als wenn man da so mit so einer, kennt ihr das von früher, mit einer Zahnbürste auf so ein Bild gesprenkelt hat. So sieht das aus. Lavender oder Maskott. Das ist ein heller Körper mit blauen Flossen und rosanen oder roten umlaufenden Flossenrand. Also meistens Lavender, Butterfly wird das dann genannt. Das ist noch Gold und das sind die goldenen Fische. Dann gibt es noch etwas neuere Merkmale und zwar einmal den Samurai. Das ist eine besondere Abteilung der Glanzschuppen am Kopf. Leider werden inzwischen auch Fische als Samurai verkauft, die gar keine sind. Dazu gibt es auch einen super Beitrag auf Facebook bei The Labyrinth. Den habe ich euch auch mal unten in der Infobox verlinkt. Mamba, das ist ein schwarzer Fisch mit einzelnen weißen Glanzschuppen. Also die meisten, die als Samurai bezeichnet werden, sind Mamba-Fische. Und dann gibt es einen Tancho. Ein Tancho ist auch bekannt bei Fischen aus dem Teich. Das ist ein Fisch, der meistens Zellophan ist, also durchsichtig und der hat meistens einen roten Punkt irgendwo auf dem Körper verteilt. Und wenn er den auch auf dem Kopf hat, also sozusagen die chinesische Flagge nachbildet, ist der dann nochmal ganz besonders. Und es sind meistens Marbeltiere, das heißt, man hat leider nichts lange von diesem Tancho-Fisch. Es kann sein, dass er sich hält, es kann auch sein, dass es nicht so ist. Dann gibt es noch Galaxy. Das ist eine Grundfarbe, zum Beispiel rot, mit weißen oder schwarzen gesprenkelten Glanzschuppen. So, in den letzten Jahren haben sich ja, wie gesagt, noch die Marvel-Bettas durchgesetzt und das sind sehr farbenfrohe Bettas. Die werden inzwischen folgendermaßen genannt: Koi, Fancy oder Candy. Also die drei Varianten gibt es, soweit ich weiß, und die gibt es dann nochmal in Abwandlungen. Da würde ich euch auch einmal mal die englischen Seiten ans Herz legen. Auch The Labyrinth hat da super gute Ansätze, wie die einzelnen dann genannt werden. Aber es sind halt immer Tiere, die das Marvel-Gen tragen sollten, müssten, je nachdem. Und das wird auch irgendwann dann ausbrechen und dann habt ihr plötzlich ein andersfarbenes Tier eine Woche später. Okay, also nach den Grundfarben, die ihr dann ja gehört habt, haben sich viele Fantasienamen gerade von den Thais durchgesetzt und ich habe ja schon eingangs gesagt, dass man nicht immer alles sieht, was der Fisch angehend trägt, durch diese Layer. Deswegen sollte man nicht einfach zwei schöne Tiere verpaaren und ich lege euch da gerne viele Züchter ans Herz, die euch da gerne mit offenem Ohr beiseite stehen, gerne in unserem Forum. Ein Tier mit undefinierbaren Farben gezeigt wird und ihr seid euch nicht sicher, wie nenne ich das Tier jetzt, also das hat man hier. Das ist für mich ein Multicolor, das ist für mich ein Multicolor. Das ist natürlich der Mustard Gas, ne? Aber solche Tiere sind für mich immer Multicolor oder haben das Marvel-Gen. Deswegen, wenn euch da irgendein Name gesagt wurde, glaubt dem Züchter nicht direkt. Und fragt sonst vorher im Forum, ist das wirklich die Bezeichnung oder will mich da jemand veräppeln? So. Jetzt kommen wir mal zur Bestimmung.
Also, wenn man einen Fisch anhand der Farben und Flossen bestimmen möchte, dann geht man nur nach dem, was man sieht. Also man fängt meistens mit der Farbe an, dem Merkmal und dann die Flossenform dann abgekürzt. Also zum Beispiel Red Dragon Hafenplakat oder Multicolor Half Moon oder Copper Marble CT. Ich nehme meinen schönen Kalender hier. Das ist zum Beispiel ein Mustard Gas Half Moon Fisch. Er hat das typische Mustard Gas Muster blau mit den Flossen und schafft 180 Grad, wenn ich jetzt den Winkelmesser hier anlege. Dann haben wir hier einen Fancy oder Marble Half Moon. Das Tier hat verschiedene Farben einfach. Es kann auch einfach als Multicolor bezeichnet werden. Hier einen schönen Red Half Moon Plakat in Unicolor nennt man das dann. Ein Black Copper Half Moon, also die Flossen sind schön schwarz und das Copper ist hier schön durchgesetzt und man sieht hier auch diese Wildformen. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht allzu langweilig für euch. Es war sehr viel Input meinerseits. Ich habe es aber wirklich super abgekürzt. Also ich hätte euch jetzt noch die gesamte genetische Lehre am Kopf knallen können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte gerne ein bisschen Basics reinbringen. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, was ich ja sehr hoffe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, auch wenn ihr Dislike drückt. Es ist alles Support und abonniert gerne meinen Kanal, das ist kostenlos und wenn die Abonnentenzahl steigt, dann steigt natürlich auch die Motivation, hier noch mehr solchen Content zu produzieren, denn ich habe gerade wirklich ein bisschen Bock und bald geht es hier vielleicht auch ein bisschen um Garnelen und um Wildfische, denn Wildbetters, denn ich habe ja hier dieses Community Aquarium und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch da reglich beteiligt. Und wenn ihr sonstige Fragen habt zu Better Splendens, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann mache ich mal wieder ein schönes, lockeres Q&A, vielleicht sogar ein Live, wenn es hier unten dann klappt im Keller. Und schaut gerne auch meine Fischraumtour, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, wie meine Zucht so läuft. Aktuell ist sie pausiert, das heißt, ich habe keine Abgabetiere, aber im Sommer 2021 oder im Herbst soll es wieder losgehen und da freue ich mich besonders drauf, denn mir kribbelt es schon in den Fingern und ja, wie gesagt, ich wünsche euch was, macht's gut, ciao!